Alles klar, Sie haben auch kein Problem mit einer Kamera, habe ich. Alles klar. Warum sind Sie heute hier? Ich will Herrn Höcke unterstützen. Okay. Und mir ist es da völlig egal, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, zu zeigen, dass es Leute gibt, die mutig genug sind, dieses Land wieder voranzubringen. Mhm. Und das wünsche ich mir für Sachsen-Anhalt, das wünsche ich mir für Sachsen, das wünsche ich mir für Thüringen, eigentlich wünsche ich mir für ganz Deutschland. Und was hier abgeht mit dieses einfach nur kostenloser Wahlkampf für die AfD, besser kann es gar nicht gehen. Okay. Das bringt mich zur nächsten Frage. Sie haben ja gerade hier auf die Demonstranten gezeigt. Es gibt ja hier eine Anti-Höcke-Veranstaltung. Wo ist die Pro-Höcke-Veranstaltung? Die meisten sind drin. Ja. Die sind drin. Und wir haben es eigentlich gar nicht nötig, Pro-Höcke-Wahlkampf oder Veranstaltung zu machen. Hm. Er weiß, dass wir ihn unterstützen. Wir sind jeden Montag auf dem Marktplatz. Wir sind jeden Montag unterwegs. Und da geht es nicht nur um die AfD, sondern es geht in erster Linie um diese... Das Wirtschaftswunder, was hier gerade in Deutschland passiert. Es geht um freie Medien. Es geht darum, dass diese Propagandamedien nicht mehr zu Wort kommen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was dieses Land in den Ruin stürzt, diese Propaganda und diese Schafe, die dieser Propaganda hinterherlaufen. Denn jeder weiß, dass der neue Faschismus in Form des Antifaschismus daherkommt. Das ist eigentlich jetzt mittlerweile, müsste das auch der dümmste begriffen haben. Ich glaube, das war auch ein bekannter italienischer Widerstandskämpfer, der hat ja selber gesagt, wenn der Faschismus zurückkommt, würde er nicht sagen, er ist der Faschismus, sondern er würde sagen, er ist der Antifaschismus. Genau. Worum geht es heute hier beim Vorgericht? Angeblich hat er Nazi-Parolen rausgehauen. Ich habe es nicht gehört, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, Deutschland den Deutschen. Trump hat gesagt, America first. Und wenn es nicht endlich darum geht, dieses Land wieder mit deutschen Mitteln aufzubauen, dann ist dieses Land verloren. Denn mit diesen Leuten kann man nicht rechnen. Mit diesen Leuten, die sind nicht in der Lage, vernünftig zu arbeiten und die haben Angst, dass sie ihr Bürgergeld nicht mehr kriegen. Die haben Angst, dass sie arbeiten müssen. Und das ist genau das, was ich als erstes abschaffen würde, das Bürgergeld, sodass jeder einen vernünftigen Arbeitsplatz wieder kriegt, egal wo. Für mich ist jeder Arbeitsplatz wertvoll. Und wenn die der Meinung sind, die müssen auf dem Franke-Campus studieren, das ist für mich der Hartz-IV-Campus. Wenn man sich anguckt, was man da studieren kann, dann weiß man, die kriegen alle keine Arbeit. Deswegen gibt's ja in Halle noch einen zweiten Campus. Das ist der Campus der klugen Köpfe. Ja, und ja, wie gesagt, ich war 40 Jahre Lehrer, ich weiß, wovon ich rede. Es geht ja heute auch für Herrn Höcke um alles. Sollte er schuldig gesprochen werden? Nein, er wird nicht schuldig gesprochen, weil das keine Nazi-Parolen sind, weil die Nazis sich solche Sprüche nicht im Alleingang einfach aneignen können. Über dem Landgericht, nicht Amtsgericht, sondern am Landgericht, steht ja zum Beispiel dann auch ein Nazispruch, jedem das Seine. Dann hätte man vielleicht das schon mal abändern können. Und es gibt noch ganz viele Städte, wo Hitler noch Ehrenbürger ist, die sich nicht trauen, Hitler aus diesem Ehrenbürgerbuch zu streichen. Wieso trauen die sich das nicht? Das weiß ich nicht. Okay. Habe ich schon öfter nachgefragt. Es gibt viele Ehrenbürgerbücher, wo Hitler noch drin steht. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich schon mal die Zeit genommen haben für die Presse. Gibt es noch etwas, was Sie loswerden möchten? Nee, danke. Vielleicht dann noch eine letzte Frage von mir. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Töchter und 4 Enkelkinder. Was war Ihnen denn wichtig, an Ihre Kinder weiterzugeben? Selbstständiges Denken, Eigenverantwortung und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Alles klar, dann. Vielen, vielen Dank.